Hey, kiddo. I need to ask you a few questions, okay? Can you tell me what happened tonight? I went to show her my haircut. She had a gun. She... Take your time. She freaked out. It's okay. No, it's not. It's not okay. My mom tried to kill me, so I stabbed her. I killed my mother. Okay, first, I'm gonna find the keys to the old house. Then, I'm gonna drive to Fireweed, and I'm not going to freak out. Everything's fine. Ja, aber vor, dass wir das machen... Hallo und willkommen zu Tell Me Why. Ja, sag's mir. Sag mir warum. Warum? Was ist das für ein Let's Play? Folgendes, ich muss kurz ein paar Sachen loswerden, bevor dass wir hier rein uns reinstützen. Ich habe nicht Angst, ich hoffe, die Rede jetzt nicht gleich wieder durchgängig. Erstes Mal, ich bin schon überrascht, dass wir Asiv spielen. Ich dachte tatsächlich, dass wir, na, aus den Jungs spielen. Vielleicht ändert sich das ja auch noch, wir switchen quasi die Charaktere. Aber ich bin jetzt gerade überrascht ein bisschen, weil ich dachte wirklich mal, okay. Tell Me Why ist ein von Square Enix, also von Dontnod, produziertes Spiel. Es ist quasi eine Art Life is Strange, aber halt kein Life is Strange. Also seht es quasi als Life is Strange 3, aber halt nicht. Es spielt nicht im Universum, es spielt, ne, es ist, aber es soll so ähnlich sein. Wir haben hier die erste transsexuelle Hauptperson. Das wäre nicht sie, sondern er. Das ist
spoil ich mal, weil das ist quasi das, um was es hier geht. Und folgendes, ich habe dieses Spiel sofort entdeckt. Also, I wonder if Tyler will even recognize me. Last picture I sent was from the bleaching my hair at home phase. Genau, und Tell Me Why wurde quasi produziert für den Xbox Game Pass. Für den Xbox Game Pass heißt das einfach. Wurde das Ganze produziert in Zusammenarbeit mit Dontnod. Wir spielen das Ganze hier am Computer, also ich kann hier die Maus bewegen. Jetzt habe ich die Maus, ja gut, super. Ich glaube, es gibt dieses Spiel gibt es nicht für PlayStation und ich weiß auch nicht, ob dafür was geplant ist. Ich glaube eher nicht. Das heißt, ihr müsst leider Xbox und PlayStation spielen. Ich habe mich schon seit Ewigkeiten auf dieses Spiel, auf dieses Let's Play gefreut und endlich ist es draußen und endlich spielen wir es. Und es ist at least I'll have Tyler. So schön, denn ich habe einfach wieder die Life is Strange Vibes und das ist einfach irgendwie gefühlt mein Channel. Life is Strange ist einfach mein Channel. Okay, und ja, jetzt sind wir hier und ich kann alles gucken, alles ansehen und ich bin so gehypt. Und hier, pass auf, guck mal, zuerst mal hier. Achso, I could look at this artwork all day. Ja, das machen wir jetzt. Das ist die heutige Folge. Das ist so schön. Was haben wir hier? Und das hoch. Why would it be in here? Also, wir suchen gerade was. Was sollen wir nochmal? Ich habe nicht aufgepasst. Was wollen wir überhaupt suchen? I don't really have time to dig through this right now. Doch. Was haben wir hier? Also, ich glaube, sie ist sehr Planeten interessiert. Ne? Also, sie ist sehr. Hier ist Solarsystem, das Solarsystem. Na, hier, was ist hier? The Grave Risen. Okay. Ja, hier wieder. Und hier auch. Und hier ein Teleskop. Ich weiß es nicht. Du hast ja die Jalousien und. So. Ich weiß halt echt nicht, was für eine Zeit ist. Die Jalousie mal hochnehmen würde. Was haben wir hier? One more season. Also, was am I even gonna do with myself when it's over? Get invested in the lives of real people? Das ist also eine Serie und ich kenne es. Es ist so schlimm, wenn eine Serie vorbei ist. Ich habe mir jetzt gerade vor kurzem. Ja, okay, kurzen. Das ist jetzt auch schon Ewigkeiten her, habe ich mir Dead 7 die Show angesehen. Und seitdem habe ich momentan nichts, was ich wieder gucken kann. Oh, right. I stashed them down here. So that's where you've been hiding. Ich finde es cool, dass man sich hier immer ein bisschen genau umgucken kann. Warte, was? Nein! Nein! Nein, guck dir das noch an. I think I'm ready to go now. Nein, bist du nicht? Guck dir doch. Verdammte Kacke. Sowas hasse ich schon wieder. Was lesen? Was unter uns? Ach so, man kann das hier quasi übersetzen. Okay. Oh. Ooh, I can't wait to force Tyler to watch this with me. He's totally gonna hate it. I have got to make solid plans to see the Geminids. I wonder if Tyler'd wanna go. Nightwatch, Alaska. Hey, wanna freeze your ass off watching burning rocks fall through the sky? Yeah, I might need to work on my sales pitch. Okay, also man kann das quasi links oben sich eben alles übersetzen. Ja, stört mich jetzt schon wieder, dass wir uns das Foto nicht anziehen können. Ich klicke mal. Also hier gibt es Sammelstücke. Also es gibt Sammelstücke. Okay, merken wir uns das. Genau, dieses Spiel soll auch 3 Episoden haben. Und diese Episoden sollen jede Woche rauskommen. Also es werden 3 Episoden und jede Woche soll eine Episode rauskommen. Diese Episode ist am Donnerstag, also gestern erschienen. Ich bin leider erst heute zum Aufnehmen gekommen. Und die nächste Episode würde die darauffolgende Woche erscheinen, wahrscheinlich auch wieder Donnerstag. Das heißt, ja, wenn es sich folgenmäßig alles ausgeht, wird das wahrscheinlich durchgehend die 3 Episoden geben. Also es wird jetzt wahrscheinlich, wenn ich es hinbekomme, jeden Tag bis zum Ende eine Folge geben. Finde ich natürlich ein bisschen geil, dass wir ein Spiel haben, was jetzt quasi so schnell durch, also was, ne, was wir quasi unter einmal durchspielen können, fast.
Also für mich dauert es eine Woche, für euch ist es wahrscheinlich jeden Tag so. Aber andererseits auch wieder ein bisschen kacke, weil ich mag immer dieses Plot-Twist-mäßige Ende und dann muss man ein bisschen warten. Ach, eine Rakete hier. Eine Rocket. Was haben wir hier? I should probably get rid of this. I mean, I can stream it anytime I want. But it makes me happy just to look at the box. Eine Sternreise. Die Hexen von Eltham Staffel 1 und 2. Ja, hä, wieso sollte man sowas wegschmeißen? Auch wenn man streamen kann, ist es, das direkt zu haben, natürlich nochmal 10-mal geiler. Why do I still have this? Every time I look at it, it reminds me of how very single I am. Allison und Bobby, Karibische Träume, Abschlussball 2012. Also, das ist wahrscheinlich ihr Ex-Freund. Gut. Und wir suchen. Oh, hier haben wir nochmal richtig viel. Was haben wir denn? It's gonna be so crazy to see him after all these years. Mhm. Da sagt sie nichts. Ach so, man kann. Ah, nee, kann man nicht. Und. Michael und Tyler are so gonna hit it off. Mhm. Hier? Wieder nichts? Okay. Ich guck mir alles an, ihr könnt's. Is he gonna like this? Nee. Or is it too much? So zu. Warum too much? To do. Ein Geschenk. Was ist das zweite? Ein Fahrplan. Snacks und Getränke. Car Keys. House Keys. Okay. Ja, die Hausschlüssel haben wir, oder? Ach so. Nee, haben wir nicht. I think I'm ready to go now. Doch haben wir. Nee, aber nicht. Doch haben wir. Keine Ahnung. Was hier? Polizeichef Brown bittet Gemeinderat um neues Budget. Hafenstreik beginnt diese Woche. Bürgermeisterwahlkandidat Tom Veggie für Waffenreglementierung und Geld für örtliche Schulen. Okay. I should probably check my email one more time before I go. No, I've already done that 3 times this morning. Ich bin tatsächlich jemand, der nicht so oft seine E-Mails checkt. Die Zeit ist meine Verbündete von Lucia Crane, die Form vergangener Tage von Linda Armer, süßer Sommer von Martha McNeil. Ja, ich check tatsächlich meine E-Mails nicht so häufig. Ich gehe mal am... Ja, okay, stimmt eigentlich auch nicht. Ich gehe am Tag meistens... Ja, jeden zweiten, dritten Tag gehe ich so einmal die komplette Liste durch und guck immer so. Meistens sind es Amazon-Bestellungen. Und ich archiviere mir halt immer Sachen, die ich bezahlt habe. Also so Kaufsachen archiviere ich mir. Und dann lösche ich die meisten, weil die meisten sonst in dieser Spam-Mist. I haven't practiced since high school. I'm probably super rusty. Hm. Okay, Eishockey, glaube ich, mag sie auch ein bisschen. Hier ist ein Plattenspieler, den hätten wir wahrscheinlich... I need to bring this with me to Juno. Okay, schade. Ich dachte gerade, den könnten wir einschalten und wir hätten es verpasst. Dann glaube ich, wir haben alles. Ich glaube, wir haben alles hier. Ja, komm. So awkward. Lieber Tyler, ich weiß, was du jetzt denkst. Ein Brief? Warum so komisch und förmlich? Wieso keine E-Mail? Tja, ich dachte mir für ein Hey Bruderherz, ich wollte mich nur mal eben melden, bevor wir uns wiedersehen, nachdem du 10 Jahre im Jugendknast warst, wäre ein Brief passender. Wie auch immer, du wirst mir dankbar sein, wenn du 90 bist. Die Maschinen der Weltherrschaft an sich gerissen haben und du noch was hast, was du bei Herzen... Kerzenschein lesen kannst. Siehst du, ich plane voraus. Tja, ich kann kaum glauben, dass du in ein paar Wochen wirklich draußen bist. Was geht? Das ist so cool. Ich werde bestimmt total verkrampft sein, wenn wir uns sehen. Also versuch das bitte zu ignorieren, okay? Wie war dein letzter Monat? Bist du traurig, dass du deine Schützlinge verlässt? Sie werden dich bestimmt vermissen. Ich habe neue Reifen anbringen lassen, bin also bestens vorbereitet, um dich abzuholen und spar dir abfällige Bemerkungen, wenn du meine Karre siehst. Sie hat einiges erlebt und es kann nicht jeder ein Autofreak sein. Die Veggies haben mir den Tag freigegeben, wir können also direkt zum alten Haus fahren und es für den Verkauf vorbereiten. Ich kann es kaum erwarten, die wieder über diesen Ort nachdenken zu müssen. Ich freue mich wirklich darauf, dich zu sehen, nur damit das klar ist. Drück dich, Allison.
Also, wir waren 10 Jahre im Jugendknast. Ach, ist auch hart. Can't believe I'm about to leave this room for the last time. Okay, I'm pretty much done here. I just need to grab my goblin and I'm off. Okay, und wir spielen beide. Das finde ich ultra geil. Das ist das, was wir tatsächlich in... Das ist genau das, was ich mir in Life is Strange 2 nach der 3. Episode gewünscht hätte. Jetzt kurze Spoiler, ne, wer es nicht wissen will. Aber in der 3. Episode von Life is Strange 2, ne, wo zum Schluss was Gewisses passiert, da hätte ich mir dann storymäßig, hätte ich es geiler gefunden, wenn ein paar Jahre geskippt worden wäre und man dann als Daniel weitergespielt hätte. Das hätte, glaube ich, dem Spiel ein bisschen einen besseren Kick gegeben. Nimm mich, dieser Karton voll Müllschätzen gehört jetzt dir, dem rechtmäßigen Finder. Ich würde gern wissen, was drin ist, aber okay. Denali. I need to get my application ready for next summer. Ach warte, ist das hier das... Das ist doch nicht das Jugendgefängnis, oder? Ich weiß nicht mal, wie ein Jugendgefängnis aussieht. Ach, wir haben gerade das Jahr 2015. Testosteron, T-Rex auffüllen. T-Rex, T-R-X, ich weiß nicht, was ein T-R-X ist. Wahrscheinlich irgendein Auto, keine Ahnung. Ich habe T-Rex gelesen, aber da fehlt das E. Man, I'm gonna miss that view. Man, he's going places. And I'll be able to say I helped him on his way. Is there any way I can... No, that's someone else's problem now. Noch zu erledigen. Tutoraufgaben. Parrots mit Motivationsschreiben fürs College helfen. Bis zum Wochenende. Dr. Beck anrufen wegen Tutorsitzung mit Jeremy. Aaron treffen wegen Gartenprogramm, sonstiges. Papierkram vorbereiten für Flucht. W2 und Brief 2 November. Irgendwas für Allison. Okay. Untersuchen. I know most of these by heart at this point. Es wäre jetzt eigentlich noch Standard, wenn jetzt hier irgendwo noch 420 stehen würde und ich 420 sagen würde. Wish I could have finished this before I left, but God, it was a slog. Ich habe mir nämlich, ich habe es eh schon mal drunter kommentiert, ich habe mir die alten Life is Strange Videos zu mir nochmal angeguckt, weil ein Freund von mir das Spiel sehen wollte und wollte halt quasi mein Let's Play sehen, also habe ich mir das auch mit ihm angesehen. Und jedes Mal habe ich 420 statt 420 gelesen und ich dachte mir einfach, wollte ich das nur nicht wissen? Hab so getan, als wüsste ich's nicht, oder bin ich so dumm? Ich glaube, ich bin so dumm. Was ist hier? Bummed, I have to leave this behind. But the old house would probably collapse if I blasted this inside. Man, the soundtrack to my angsty teen years. I'll leave it for the next rebel. They're gonna need it more than I do. Been listening to this on a loop lately. Gibt's die echt, die Dinger? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. Und das ist jetzt alles schön Werbung. Oh, gonna miss these dum-dums. Was haben wir denn? Love you, best mentor, late attire, you escape, good luck, ja, ja. Was? Jaya con des... Was? Ich weiß nicht, was das ist. See you soon, will miss you. Entweder ich kann es nicht lesen, oder es ist was, was ich nicht verstehe. Ja, also das ist, glaube ich, der Jugendknast. Okay, also ist ein Jugendknast quasi einfach unter Anführungszeichen eine Jugendherberge, aber man darf halt nicht raus, also man darf halt quasi nicht in die Außenwelt, also man muss halt quasi hier bleiben, aber es ist halt nicht so schlimm im Gefängnis. Ist das ein Jugendgefängnis? So, man darf normale Gegenstände und alles haben? Wahrscheinlich ja, ne? Denali, I need to get my application ready for next summer. Da das aber so eine Art Life Strange Game ist, habe ich da eher Angst mit solchen Sachen. Hey Aaron, du weißt ja, Briefe sind nicht meine Stärke, aber du warst der beste Tutor, denn ich weiß nicht, was ein Tutor ist. Denn sich ein gefährdeter, aber reformierbarer Jugendlicher wünschen könnte. Danke, dass du für mich da warst. Du hast mir sehr geholfen, als du denkst. Du hast mir mehr geholfen, als du denkst. Ich werde versuchen, das Beste draus zu machen, wenn ich aus Fireweed raus bin. Überleben heißt rebellieren. Danke, Kumpel Tyler. Also wahrscheinlich ist so ein... ach so, war ein Tutor. Tutor, glaube ich, hab... Doch, Tutor kenne ich schon, oder? Tutor ist doch...
quasi so eine Art Aufseher, also so quasi wie in der Schule. Gut, das hatten wir jetzt nicht, aber in der Schule, in Amerika, glaube ich, so amerikanische Schulen gibt es das so quasi Hilfeschüler, ich weiß nicht mehr, wie man es nennt, eben wahrscheinlich ein Tutor, die dafür da sind, ne, quasi Neulinge zu helfen, also die sich ja mit der ganzen Materie schon ein bisschen auskennen, quasi Viertklässler, die auf Erstklässler ein bisschen aufpassen. So quasi. Ich glaube, das ist ein Tutor, oder? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich mache ich mich zum Affen. You stay here. Educate the youngsters in classic cinema. Celebrate, educate, unite. Trans Visibility March on June. June now. Oh no. Das heißt June now. June now und im März. Am 31.2014 um 5.30 Uhr Nachmittag. Brought to you by Gino. Warte mal hier. Organisiert von June. Junau Bund für Gleichberechtigung. Junau, ja, einfach Junau. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Wahrscheinlich, ja, Junau. Bye, Herbert. Tschüss, Herbert. Hey, little guy. You're gonna be reunited with your sister soon. Neues Sammlerstück, die listigen Kobolde. Cool. I guess I'm totally ready to go now. Das ist das erste Sammlerstück des Spiels gefunden. Du kannst dir im Menü angucken. Hier. Ja. Kann ich die auch drehen? The crafty goblins are two cunning little thieves who live under the princess's house. They're always getting into mischief. But they have good hearts. Okay, ich schätze mal, dieser Strich hier, weil hier steht Objekte nicht gefunden. Dieser Strich heißt wahrscheinlich Episoden, ne? Drei Episoden hier. Also in der ersten hier gibt es für uns fünf Sachen zu finden, dann wieder fünf und dann in der letzten drei. Und wahrscheinlich sind das immer so Sachen aus der Kindheit, schätze ich jetzt mal. Davon gehe ich jetzt mal aus. So, und was haben wir noch? Warum habe ich mir eigentlich ich weiß nicht mal, was das für ein Dialekt ist. Warum habe ich mir das angewöhnt? Das ist furchtbar. Hi, Tyler. Hi. First time we see each other in 10 years, and it's hi, Tyler. Oh, sorry, I... It's fine, Allison. Hi is a good place to start. God, it's good to see you. Likewise. You have anything else you need to get? Nope. This is it. My last 10 years in a bag. Then we should get going. We just have time to make the morning ferry. You look good in that. Thanks. One of my mentees designed it. It's really good. Yeah, he's so incredibly talented. I got a couple of local coffee shops to hang his art. Tyler Ronan, shaping the leaders of tomorrow. Yep. We're screwed. So, are you gonna miss anything about this place? Das Essen, die Leute. Ja, die Leute. Oder kommen die Leute? Ich schätze mal, er hatte gute Leute. Honestly? People. The other residents, my mentees, my counselor Aaron. It took me a while to fit in. But once I did, it felt like home. They made me feel safe. Safe enough to be me. That's so great. I'm really happy for you. We planning to drive to Delos Crossing or push? You are welcome to walk. Nah, I'll take my chances. Need one last look or anything?
Locked. Let's go. Really, I am 100% not creative enough to make that stuff up. Oh, and just last week, they had to turn the ferry around because a bear was on board. No way. Someone heard a commotion in the back of a delivery truck, so they opened it up. And there was the bear, fat and happy on a literal mountain of empty chip bags. You go where the food is. Oh, I can relate to that. So then what happened? I'm not sure. I think they couldn't get him to leave, so they tranked him. Oh, poor buddy. Shot in the ass just for getting the munchies. Yeah, well, you know what they say. Safety first in bear country. Yeah, but prevention is best. Common sense goes a long way in keeping them from getting shot. The bear is fine, Tyler. For now. You hear they've been talking about loosening up regulations on trophy hunting again? Higher bag limits, inhumane ground traps, even bringing back hibernation hunting. What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? I'm not against hunting, but predators play a vital role in the health of our natural parks. What? Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger Tyler. Not yet, but at least I got the school part out of the way. I can't believe you've got a bachelor's already. While I boast a half-completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number. You'll figure out what you want. You have time. How are you feeling? Like I'm about to drive straight into a whiteout and my fog lights are dead. Aber ich bin wieder. Ne, wen spielen wir denn jetzt? Gar keinen. Die Kamera in der Mitte. What about you? Allison? Whoa. Zoned out there for a second. Sorry. What's up? I'm sorry. I'm just trying to wrap my head around the fact that you're right here, standing beside me, on our way to Delos. You don't have to apologize. It's a lot. Why did we take the ferry instead of the coast road? Because I didn't want to be stuck in the car with you for an extra 2 hours. Ha ha. We have to take the ferry. It's the only way to reach Delos from Fireweed. I see. Well, good. I don't think my stomach could have taken 2 more hours of how you handle curves. I'm sorry. Do you want to take over driving when we dock? No. You're gonna have to get back behind that wheel at some point, you know. Look, I put a Fireweed van nose first in a ditch. Hey, at least you missed the porcupine. I'm guessing things haven't changed much. You mean in Delos? Still the capital of East Jesus Nowhere. Can't wait to get out of here. Gedrückt halten, um zu antworten. Kleinstadtleben, so schlimm? Was it really that bad? Pretty much. But it could definitely have been worse. Like if you'd been tucked away in a center for troubled youth? Right. At least you had Michael. Yeah. I don't think I'd have survived high school without him. Bet you're gonna miss him when you move to Juneau. How's he doing? Good. Good, good. But I haven't seen him much outside of work lately. He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch. Is that smoke coming out of Stonehouse? Ansehen? That one over there? No, the one just beyond it. You know, the one the elders say is haunted to spook little kids. Oh, right. Oh, a whole group of us were drinking at a bonfire down at the point and got dared to go inside. We didn't make it past the garden. Sounds fun. It was. Ach so, wir haben ab und zu auch mal die Sache quasi, das waren jetzt zwei Sachen, wo wir die Chance haben, nur quasi eins anzugucken. Also wir hätten jetzt gleich gucken müssen. So, we're really going back there, huh? To Stonehouse? I meant we're going home. Yeah. Yeah, we are. Think the house will sell? No interested buyers yet.
Turns out, people don't line up to buy murder houses with no electricity. At least it's got one hell of a view, unlike Juno. Hey, Juno has mountain views aplenty. It just also has people and fun. You still thinking you might be my roomie? Thinking about it. Hey, can I ask you a question? Shoot. I was told... after you, well, graduated, I guess, and became a mentor 3 years ago, you still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juno, but something always came up. I probably should have put myself out there more, but it was better to be around in case the residents needed me. So you were free to come and go as you pleased? Yeah. Why do you ask? Oh, nothing. Just being an overly invested sister. Curious how you spent your time. Allison? Yeah? Spit it out. Okay, you need to promise not to freak out. What is it? It's a gift. From Eddie. I know he's not your favorite person, but... I'm sorry. When you said Eddie, I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. Come on, Ty, don't... And your adopted father, the man who didn't let you visit me for 7 years. The Fireweed administration backed him up, Tyler. They thought it was best for both of us. Yeah, well, it wasn't. It's a peace offering. And you're the two most important people in my life. Please, for me... He can't buy my forgiveness with some cheap-ass trinket. It's a gift, Tyler. You know what gift-giving means in Tlingit culture, and what it means to refuse one. Ich glaube halt, ich weiß halt nicht, was... Ach so, warte, wir haben eine Zeit. Fine. I'll take it, but I'm not going to wear it. Really? Really. Just so we're clear, this was for you, not Chief Brown. You know, you could call him Eddie, or even Uncle. Hard pass. Did you hear that? Whoa! There's no place like home. Yeah. Would it ruin the moment if I said I needed to call home? Yes. Completely. Sorry. Go ahead. And stop apologizing all the time. Okay, sorry. Thanks.